Auf geht's. Dann lass uns mal gucken, ob der Kleine das wirklich hier hinkriegt. Ich fange mal wieder an und versuche mal, um eine Lösung zu entwickeln, muss ich den Kram schon lesen. Ne? Da komme ich nicht umhin. So, und jetzt lese ich wieder. Also ein Drehspulmesswert hat genau den gleichen Rotz wie oben, aber diesmal soll nicht die Spannung geprüft werden, sondern der Strom. Richtig? So, und jetzt weiß ich, ich kann mich ja doof stellen und kann sagen, na ja, der Strom war ja mal hier schweineklein, ne? Aber wenn ich das jetzt nicht weiß, dann weiß ich auch nur, mit welcher Schaltungsart kann ich den Strom dann reduzieren oder irgendwie aufteilen? Wie kann man Strom aufteilen? Das ist ja die Frage. Und das geht eigentlich immer nur durch Parallelschaltung. Einverstanden? Weil das ist ja das andere. Parallelschaltung. Das ist ja das andere Pendant dazu. Und dann fang doch wieder mit deiner Skizze an, nach dem Motto, lernen kannst du es nur einmal, wenn du es kannst, ist es einfach. So, ganz einfach. Also, ich fange mal an mit meinem blöden Messwerk, mit meinem, wie heißt das Ding? Spulenmessgerät. Also mit meinem Messgerät. Was weiß ich von dem Scheißding? RM. Und benutze einfach bitte auch deine eigenen Buchstaben, weil M steht für Messgerät für mich. Weißt du? Klar, der Innenwiderstand von dem Messgerät. Ich könnte auch RMI schreiben. Widerstand, Messgerät, Innen. Aber irgendwann hört es mal auf. Kein Bock drauf, weißt du? 200 Volt habe ich doch. Nee, Ohm. Na, siehst du? Ja, siehst du, das wäre natürlich fett, ne? So, ich weiß, dass der Kamerad wieder diese dämlichen, den Maximalstrom hat, weißt du, von UM 50 Millivolt. Hilf mir, damit ich nicht so lange rumstottern muss. Ich kann also ausrechnen, und das haben wir beide eben schon gemacht, dass der Strom eben diese wieder eigentlich genau den gleichen Scheiß. IM, nichts anderes. Und jetzt schenke ich mir das mal, weil wir es ja hier gerade gemacht haben, weißt du? Wir haben ja ausgerechnet, dass in diesem Nennspannungsbetrieb 0,25 Milliampere da durchfließen. 0,25 Milliampere. Richtig? Das ist eine Kackkleine. Ist einfach so. Was soll's? Das weiß ich alles. Und der fließt hier durch, IM, richtig? Ich weiß natürlich auch, am Ende des Tages habe ich eine Schaltung irgendwie, wo ich mit meinen zwei Adern ran muss. Weißt du? So. Mach mal ruhig so hier von mir aus mal ruhig groß. Gut. Da muss ich ran. Richtig. Und hier vorne, ich will das jetzt gar nicht zu Ende malen, muss ja der Strom jetzt, wie viel Ampere soll er haben? 5 Ampere haben. Hier oben fließen 5 Ampere. Keine Ahnung, ich schreibe das erstmal so hin und sage, die kommen da angerauscht. Und wenn die 5 Ampere hier reinrammeln, ja, dann leuchtet das Ding einmal hell und dann ist Ruhe. Einverstanden? Ziel erreicht, sage ich immer, ne? Oder? Das heißt also, wenn ich jetzt einen Widerstand vorschalte, ändert sich da gar nichts, weil die 5 Ampere, die hier ankommen, laufen auch hier durch. Kapiert? Also muss das Scheißding parallel laufen. Mal parallel hin, Junge. Ja, Mann, Entschuldigung. Da kommt jetzt mein RV hin. Ich mal das erstmal so hin. Das ist der Vorwiderstand oder was auch immer, Parallelwiderstand. Und jetzt kann der hier rein. Und hier muss ich ihn aber anschließen, damit jetzt eigentlich das meiste an ihm vorbeifließt. Verstehst du? Alter, ey. Ist doch total Pillepalle, wenn du das so hier jetzt siehst, oder? Ja, keine Ahnung. Eigentlich ist es wirklich komisch, oder? Also was weiß der Kleine? RV kennt er mal nicht, oder? Jetzt bin ich bei gegeben und gesucht. Ich kann es ja auch anders machen. Und so mache ich es ja auch. Aber ich weiß, wie viel Strom muss hier durchfließen? I, Alter, IV. Naja, im Grunde kannst du sagen, der Gesamtstrom, das ist ja I gesamt, wenn du so willst, weißt du? So langsam rappelt das ja wieder. Ist nichts anderes, ich kann es ja hinschreiben, ist gleich I Messwert plus IV. Richtig? Ja, also ich glaube, es ist arschklar, schreib die Zahl dahin, aber in der Prüfung schön fein ausrechnen nach dem Motto, niemand ist blöder als der Prüfer selbst. So, und dann schreibst du das. Ich schreibe es dir hin. IV, nur nach dem Motto, er hat es kapiert, weißt du,
ist also 5 Ampere. Die Frage ist, muss ich erst die Formel noch umstellen oder kann ich gleich einsetzen? Naja, ich sag mal, wenn du die Zahlen gleich einsetzt, ja, dann ist das doch gut, oder? Also minus 0,225 Milliampere. Alter, ey. Hirnmasse funktioniert gar nicht so richtig gut. Also eigentlich kannst du sagen, ja, was weiß ich denn? Du siehst, das ist eine kackkleine Zahl, ne, oder? Also, ja, genau. Also, warte mal. Nee, nee, 0,005 ist das nicht. Jetzt überlege ich gerade. Wir können das, du kannst ja auch 5000 Ampere, Milliampere hier hinschreiben, richtig? Tja, dann mache ich das doch mal, oder? Einfach, um mal was anderes zu machen. 5000 Milliampere minus 0,25 Milliampere, weil da steckt ja immer nur 1000 drin, das habe ich ja schon kapiert, ist gleich. Und das kann ich wieder mit dem Taschenrechner machen, weißt du? Nach dem Motto, in der Prüfung funktioniert alles, nur das Hirn nicht. Weißt du so? Ja, weil da kannst du dich ratzfatz um so eine scheiß Kommastelle verdödeln, weißt du? Und da habe ich überhaupt null Bock drauf und ich muss jetzt immer drei Dinge gleichzeitig machen, mit einem Auge gucken, wer da rumömmelt. Hier tippen und dann auch keinen Fehler machen, das ist nicht so einfach für mich, ne? Also 4,999,75 Milliampere, richtig? Ja, jetzt kann ich auch wieder Ampere draus machen, oder? 1, 2, 3, oder? Mach das doch. 1, 2, 3. 4,99975 Ampere. Also ist exakt. Weil am Ende könntest du sagen, ist mir doch scheißegal hier, ne? Aber für den Widerstand ganz, ganz sicher nicht, ne? So, okay, habe ich kapiert. Habe ich also rausgekriegt. 4,99975 Ampere. Und lass dich da, ja, das weiß ich, das muss da durch, richtig? Was weiß denn der Bengel noch? Er muss, also. Es gilt ja bei einer Reihe, also hier bei einer Parallelschaltung, dass sich der Strom addiert und die Spannung konstant ist. Das weiß ich doch, oder? Also U ist gleich konstant. Und das bedeutet, U-Messgerät ist auch gleich UR. Ne? Das da. Schreib das doch hin. UR ist dann logischerweise auch, ja, und jetzt muss ich gucken, was er will. Weißt du, will er jetzt, welche Spannung hat er denn da jetzt anliegen? Verstehst du? Welche Spannung liegt denn hier vorne jetzt an? Eben hatte er 3 Volt gehabt, ja, aber dann bei 3 Volt muss er hier was vorschalten, weil sonst knallt ihm der hier weg. Also eigentlich kann er jetzt hier nur noch mit einer Spannung arbeiten von U gesamt von 0,05 Volt oder was? Ja, anders funktioniert das nicht. Vermute ich mal. Bin ich jetzt sicher oder habe ich Angst oder was? Angst hat er immer. Also ich brauche diese Spannung hier, damit ich hier weiterrechnen kann. Verstehst du? Und jetzt überlege ich ganz genau. Wenn der jetzt hier vorne 3 Volt hätte und die Spannung überall 3 Volt betragen würde, ja, Sherry, dann ist das tatsächlich, dann könnte man sagen, ja, er könnte auch mit 3 Volt arbeiten, nur dann müsste hier vorne der Vorwiderstand eingeschaltet sein, richtig? So ist es. Und am Ende des Tages wird sich aber, um den Strom zu messen, also ich weiß es jetzt nicht. Also sag mal, was jetzt hier? Was soll ich denn jetzt nehmen? Wie ist die Aufgabe? So, also, und dann, ja, ich habe sie noch liegen. Also, ein Drehstrommessgerät hat einen Messbereich von 50 Millivolt. Es soll zur Messung der Stromstärke eingesetzt werden. Alles klar. Der Endausschlag soll bei 5 Volt, bei 5 Ampere passieren. Welche technische Maßnahme ist notwendig, damit der Endausschlag von 5 Ampere realisiert wird? Wir brauchen die Parallelschaltung, richtig? Und jetzt sollen wir die entsprechende Bauteilgröße berechnen. Und die ist natürlich nicht ganz unabhängig davon, was hier vorne für eine Spannung ansteht, ne? So. Also, so unklar wie die Dinge sind, sind sie einfach, ne? Ja, weil Aufgabe 69 hat mit der Aufgabe 70 nichts zu tun. Einverstanden? Das muss man sich immer klar machen. Nach dem Motto, was ich eben schon gelernt habe, muss ich ja jetzt hier nicht nochmal ver, ne? So.
Also, ich bleibe jetzt bei meinen 0,05 Volt. Einverstanden? Und wenn die das anders rechnen, rechnen sie es halt anders. Ich mache das jetzt so. Ne? Gilt wieder das alte Urie-Gesetz? Stimmt das? Oder ist das jetzt auch eine. Oder muss ich. Also, ich weiß, der Strom muss da durch. Die Spannung hat er da. Also, eigentlich muss. Da habe ich auch gerade überlegt. Weißt du? Das war das, was ich eben so überlegt habe. R gesamt. Aber das hat ja R gesamt, könnte man ja machen. Oh. Genau. Es gilt ja wieder. Wir können ja mal überlegen. In der Prüfung stehst du da und das sagt dir da ja auch keiner, oder? U ist gleich R mal I. Und wenn ich jetzt das R wollte, kannst du ja schon sagen, dann ist das U durch I. Und wenn ich. Und da die Spannung hier überall konstant ist, das weiß ich schon, kapiert? Und. Wer wäre tatsächlich jetzt U durch I zu rechnen? Und jetzt überlege ich schon mal, es könnten auch die 5 Volt hier stehen, oder? Aber dann eben mit dem Vorwiderstand. Aber der Vorwiderstand ist hier nicht eingebaut. Also ich bleibe jetzt dabei, weißt du, so ganz einfach. Und leg mich jetzt fest nach dem Motto, das geht aus der Aufgabe für mich nicht draus hervor. Bloß weil ich jetzt eben Aufgabe 69 gerechnet habe, würde ich das natürlich jetzt mit den 3 Volt rechnen, aber das steht in der Aufgabe selbst nicht. Bleibe dabei. Einverstanden? So versuche ich mich jetzt mal hier durchzuhangeln. Scheißegal. 0,05 Volt geteilt durch was da, bitteschön? Nee, 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 nee. 4,9975 Ampere. Ja, genau. So, dabei bleibe ich jetzt. Ich habe diese dämliche Zahl noch im Rechner, ne? Was einmal geht, geht auch zweimal. 1 durch x habe fertig, richtig? Mal Komma 0,5 gleich. Oh. Ich habe gar. Was ist das für ein Klar? Ja, schreib's doch hin. Ist 1 mal 10 hoch minus 5, oder? Oh. So, fertig. Kilo Ohm wird das nicht, das ist also ein schweinekleiner Widerstand, oder? Ich weiß nicht, ich könnte das ja nochmal versuchen, anders hinzuschreiben und sagen, dann schreibt mal oben hin, so also als richtige Zahl. Also 1, kann man das jetzt machen? Ich weiß nicht. 1, 2, 3, 4. Und jetzt bin ich immer unsicher. 1, 2, 3, 4, 5. So, einverstanden? 1, 2, 3, 4, 5 Ohm, richtig? Keine Ahnung. Ich bin höchstgradig gespannt, was der da jetzt sagt. Du. Was? Was? Sind wir schon zwei? Ich bin schon unterwegs, weil ich sag mal, ich bin ja aufgeregter als du, ey. Guck mal, der hat 0,01 Ohm hat er raus. Siehst du das? Was haben wir denn falsch gemacht? Ist das. Ist der. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Oder? Also tut mir leid. Also ich versuche mich nochmal zu konzentrieren und zu sagen, gut, also Zahlen sind sehr ähnlich. Ja, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Im Prinzip können wir doch mal eintippen, ob das, was er da gerechnet hat, auch stimmt, oder? Oder? Also, 50 geteilt durch 4000, 1, 2, 3. 0,75. Das sind die gleichen Zahlen, nur mit Faktor. Und dann kriegt er tatsächlich 0,01 raus. Richtig? Habe ich mich denn hier vertippt oder was? Sind das 50 Millivolt? 1, 2, 3. Also zu dämlich oder was? Jetzt stimmt das. Wir verschieben die Kommastelle um 1, 2, 3. Richtig? Und ich kann das ja auch hier immer wunderbar reparieren, weil ich hab ja die Kraft dafür. Und auch die Möglichkeiten. So ist es. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass ich wirklich nicht ablese, weil ich rechne den Scheiß echt immer genau aus, weißt du? Und wenn ich denn solche kleinen. Na, du siehst ja, was ich kann. Und zwar minus 3, richtig? Nee, minus 2, du Vollpfosten. Nochmal. Ja, irgendwann werden wir es haben. Minus 2. Oder? 1, 2. Passt.
So, und jetzt, weißt du, man sollte sich vielleicht dann doch vorher die Sachen mal genau angucken, aber dann hätte ich, dann weiß ich, hätte ich Geld dafür nehmen müssen, weißt du, und das ist ja dann auch nicht schön. Weil es ist ja umsonst und umsonst ist billig und umsonst ist immer gut, ne? Ja, es ist eher umsonst, würde ich sagen, Alter, der zahlt Strom, damit ich jetzt zugucken kann. Ein Idiot, oder? Du? 40 Cent pro Kilowattstunde. Weißt du, was die Anlage hier wegrotzt bei mir? 0,4 kW haut die sich in der Stunde rein. Ist ja nicht nur ein Rechner hier und nicht nur ein Bildschirm, ne? So, das heißt also 20 Cent haben wir beide, habe ich jetzt schon mal spendiert. Mal abgesehen von dem ganzen, ja, du hast ein schlechtes, fühlt sich gar nicht mehr gut, ne? Okay, alles klar. Daniela, so sieht das jedenfalls aus hier. Ich hoffe, du konntest so ein bisschen aus diesen Gedanken was mitnehmen.